David, 9 Jahre behauptet, ich erkenne jeden Politiker nur an seiner Stimme. Und zwar allein an seinen kurzen Begrüßungsworten. Aus einer Auswahl von 100 Reden im Deutschen Bundestag, bei denen die Gegner nur die Begrüßungsworte hören, müssen David und seine Duellgegner 3 Stimmen erkennen und den entsprechenden Politiker korrekt benennen. Im Falle eines Gleichstandes kommt es zum Stechen. Wer hier die Stimme zuerst erkennt, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Achtung, hier kommt der erste Ausschnitt, die ersten Begrüßungsworte für David. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ist der Gerd Müller. Gerd Müller. Wenn das richtig ist, gibt es den ersten Punkt für David. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. So haben wir uns Globalisierung nicht vorgestellt und so können wir internationale Arbeitsteilung auch nicht akzeptieren. Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung heißt es ganz offiziell. Gell? Also der erste Punkt für David. Sonny ist zufrieden mit dir. Das darf auch sein. Judith und Francis, eure erste Aufgabe. Gut hinhören. Hier kommt sie. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Katrin. Ihr könnt euch ruhig laut beraten, also wir folgen euch da gerne. Katrin Göring-Eckardt. Grüne. Ja. Grüne, die Grüne Partei. Ja. Genau. Katrin Göring-Eckardt, haben die beiden recht. Mit dem Anton zusammen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute sind wir bei Wünsch dir was. Der Unterschied zu dem Märchen und der guten Fee ist allerdings, hier hat nicht jeder 3 Wünsche frei. Ja, sie prangert hier die hohen Ausgaben und die Verschuldung der Bundesregierung an. Ne? Aber wenn man in der Opposition ist, dann darf man das ja auch nicht gut finden, was da die anderen machen. Das war auf jeden Fall richtig. Erster Punkt für euch beide. 1:1. Sehr gut. David, zweite Aufgabe. Spitzt die Ohren. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß es schon. Sarah Wagenknecht, liebes Pärchen mit LaFontaine. Ja. Welch boulevardeske Zusatzinformation? die Linke, natürlich. Die Linke. Wieder LaFontaine. Ah, okay, alles klar. Gut, wir müssen es kurz überprüfen, ne? Nur der Vollständigkeit halber. Ne? Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Milliarden von Steuergeldern sind verpufft. Derjenige, der Verantwortung trug, erwies sich als Marionette. Korrekt, zweiter Punkt für dich. David führt 2:1. Judith und Francis. Mhm. Zweite Aufgabe. Läuft es aufs Stechen hinaus? Herr Präsident, meine Damen und Herren. Brüderle. Das war der Brüderle. Rainer Brüderle würde ich auch tippen. Genau, richtig. Ehemals FDP-Fraktionsvorsitzender. Und ehemals FDP. Also. Wir gucken, ob das richtig ist. Rainer Brüderle. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich hab's gehört. Herr Kollege Steinmeier, Sie haben heftig die Regierung kritisiert. Aber was Sie und die SPD anders machen wollen, haben Sie nicht gesagt. Eine Bundestagsrede aus dem Jahr 2011 zur Regierungserklärung der Kanzlerin. Zweiter Punkt für euch, 2:2. Korrekt. So, dritte Aufgabe. David, deine letzte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was sagst du, Sonny? Ja, ich bin mir sowieso schon sicher. Nils Ann. Wer? Nils Annen, Mitglied des Deutschen Bundestags. Nils Annen? Ja, Nils Annen. Okay. Habe ich noch, ehrlich gesagt, noch nie gehört. Muss man den für irgendwas, ist der für irgendwas Hamburg bekannt? Aus Hamburg. Ja. Ach, na, den kennt ihr dann eher als ich. Ja. Ne? Ich bin in München zu Hause. Gut, wir gucken, ob das Nils Annen ist. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind überzeugte Europäerinnen und Europäer. Mitglied des Deutschen Bundestages für die SPD. Korrekt, damit der dritte Punkt für David. Du hast das Maximum bis hierhin erreicht. Gibt ja noch einen Stich.
sprechen. Ja, jetzt entscheidet sich's aber erstmal. Wenn die beiden jetzt den nächsten Politiker oder Politikerin auch erkennen, dann ist 3-3, dann kommt es zum Stechen. Wenn sie jetzt irgendeinen Fehler machen, dann hättest du gewonnen. Also wir schauen mal. Ne? Eure letzte Aufgabe, volle Konzentration. Herr Präsident, meine Damen und meine Herren. Konrad Adenauer, CDU, erster Bundeskanzler. Erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg. Hat sich so ein bisschen älter angehört, die Aufnahme, da stimme ich euch zu. Ja? Es gibt trotzdem aber Belegmaterial auch im Bewegtbild. Stimmt, Herr Präsident, meine Damen und meine Herren. Stimmt leider. Im Namen der Bundesregierung Konrad habe ich folgende Erklärung abzugeben. Mitbegründer der CDU und ihr habt es eben gelesen, von 49 bis 63, erster Bundeskanzler. So, es gibt ein Showdown, es gibt ein Stechen, 3-3 zwischen David und Judith und Francis als Team. So, jetzt geht es darum, wenn ihr es glaubt, erkannt zu haben, sofort den Namen reinrufen. Mhm. Wer schneller ruft und das richtig tut, entscheidet das Duell für sich. Alles klar? Jo. Ihr seid bereit? Absolute Ruhe bitte bei uns im Studio. Hier ist die letzte Aufgabe. Herr Präsident, meine Damen und Willy Herren. Willy Brandt, hast du da gehört? Ja. 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 Erstmal gucken, erstmal gucken. War das Willy Brandt? Ja, war Willy Brandt. Ja, da hattet ihr ja noch nicht mal Luft geholt als hier. Ja? Okay, wir gucken auf den. Die letzte Lösung. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wir sind entschlossen, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und den Zusammenhalt damit ist klar. David gewinnt das Politikerschwimmen-Duell. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.